Der Sinn des Lebens ist, unserem Leben einen Sinn zu geben. Wir brauchen einfach eine übergreifende Idee als Klammer, um für die Stürme des Lebens gewappnet zu sein. Sonst wäre beispielsweise diese Kunst hier überhaupt nie entstanden und könnte begeistern, zumindest mich. Dem Leben einen Sinn zu geben, ist ein Willensprozess. Das fällt niemandem in den Schoß. Dann sind wir erst recht bereit, unter widrigen Umständen Segel zu setzen und gehen als Kapitän erst recht nicht von der Kommandobrücke. Ohne die innere Bewegung durch einen Sinn entsteht eigentlich nichts. Nur 18 Monate waren es bis zu den Olympischen Spielen. Trotzdem habe ich beschlossen, meine Karriere zu beenden. Und viele fragten, warum macht er diese läppische Zeit nicht weiter? Ja, es stimmte, es waren nur noch 18 Monate, aber es war eine verdammt lange Zeit, weil ich war mir meinen Motiven bewusst, ich musste etwas anderes machen. Und dann kann sich niemand überwinden, die berühmte Extrameile gehen. Wie ein Künstler, der das Letzte aus seinem Kunstwerk rausholen möchte und dafür einige Nachtschichten schiebt, und zwar ganz aus sich selbst heraus. Wenn man dann das Ergebnis seiner Anstrengung sieht, ist man unendlich glücklich. Dazu muss man beispielsweise gar keinen Marathon machen. Es ist einfach ein super Gefühl, etwas zu schaffen, was man sich gar nicht zugetraut hat. Das ist wie bei den Kindern. Zum ersten Mal Förmchen ineinander zu stecken, schafft ein Lächeln auf den Lippen, das man nie vergisst. Die größte Herausforderung bleibt, ein weißes Blatt Papier mit Ideen zu füllen und unserem Leben Gestalt zu geben. Das ist das, was uns bewegt. Als Künstler ganz real und wir alle als Künstler unseres eigenen Lebens. Das ist einfach klasse.